Willkommen zurück bei Metro Exodus. In der Kaspischen Wüste. Sau heiß hier. Brühende Hitze. Alles gut, Anna? Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Ja, ich nur du. Ein Auto! Was? Was für ein Auto? Wo? Mann, was zum Teufel? Hä? Atjom, ein Auto! Los, da! Da ist eine Frau! Was für ein Baron? Schrottbaron oder was? Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Ja. Auf geht's. Mir auch nicht. Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern, Demir? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Echt? Was ist mit den anderen los? Anna, du und Demir, kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Ah, so ein Scheiß. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Zack, mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus, aber wir können hier kein Risiko eingehen. Okay. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Christ, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Wieso? Ihr Feuerkasten war ursprünglich auf Kohle ausgelegt, aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Echt? Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Sie haben nie gefragt! Oh Mann. Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Dann mach das zusammen mit Crest. Das erledigen wir in 0, nichts, kein Problem. Aber davon haben wir auch keinen Diesel. Eieieie. Wenn ich mir ansehe, wie die Einheimischen hier herumfahren, sollten wir leichter an Diesel als an Kohle kommen. Ja, wahrscheinlich, wenn die mit dem Auto unterwegs sind. Und was ist mit dem Wasser? Ohne Wasser läuft sie nicht, aber unsere Tanks sind leer. Wir lösen die Probleme eins nach dem anderen. Okay, also wir brauchen Wasser und Treibstoff. Also gut, überprüfen wir erstmal diese Einspritzdüsen. Ich wette, die müssen gereinigt werden. Oh, wahrscheinlich. Auf geht's! Wo mag bloß dieser Bunker sein? Artyom, verlassenes Dorf. Gebäude mit Antenne. Überprüfe, wer dorthin gegangen ist. Wir erwarten einen Bericht von dir. Ja, Bericht kriegst du dann. Kein Problem. Hier bin ich mir nicht sicher. Irgendwas stimmt nicht, aber ich kann's nicht genau sagen. Mach mal eine Notiz. Klar, was ist mit der hier? Das sind Einspritzdüsen? Ja, okay. Na, hab ich doch gesagt, dass sie gereinigt werden müssen. Natürlich. Sind ja auch lange nicht benutzt worden. Ich notiere es mal. Ja, okay. Dann frisch ans Werk. Hast du noch was zu sagen? Artyom, verlassenes ja, Dorf. Okay. Gebäude mit Antenne. Ja, ist so gut. Überprüfe, ist doch gut, ist doch gut. Hingegangen ist. Wir erwarten Hi, einen Bericht von dir. Was ist los, Duke? Alles gut. Hä? Hast du was zu erzählen? Gut,
Na okay, ja dann viel Spaß. Wie sieht das Gebäude aus, Idiot? Offenbar gab es hier früher einen Ticketschalter und Schließfächer. Voller Müll jetzt. Müsste mal aufgeräumt werden. Okay, ihr beiden habt anscheinend nicht so viel zu erzählen. Was ist los? Was rennst du denn so? Hä? Verdammt, die Sonne brennt heute aber heftig. Und dann rennst du so? Okay, richten wir die Stellung ein. Du gehst zurück zum Zug. Idiot, du holst die Lok. Ich räume hier auf und dann holen wir Stepan. Hier ist es kühler als im Zug. Euer Wort ist mein Befehl, Lehnsherr. Soll ich nur beginnen? Haha, beginnen! Okay, dann gehe ich jetzt. Ja, aber nur nicht rennen, sonst kippst du noch um. Ayosha strengt sich zu sehr an. Wird ihm zu heiß? Bekommt er vielleicht zu viel Sonne? Uns ist allzu heiß. Ich löse ihn ab, sobald Stepan hier ist. Ja, kriegen wir schon hin. Tja, ich muss auch los. Artyom, wir kommen hier klar. Okay, Chef. Gucken wir mal kurz hier durch. Hier ist nichts. Die hier ist gut. Als ob sie gestern gereinigt worden wäre. Erstmal hier rein. Achso, okay. Archer, wir kommen hier klar. Ist in Ordnung. In Ordnung. Was tut's? Oh! Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Das. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Oh. Hab ein paar TIA-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Ach, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Brandmunition. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Okay. Geh mal kurz in die Werkbank. Hier reinigen. Oh, ich könnte. Uff. Die Gatling. Eieiei. Nee, nee. Sowas machen wir nicht. Gatling wäre bestimmt lustig, aber nicht auf Dauer. 80 brauche ich nicht. Aber hier, Infrarotlaser. Auch nur für Nachtsicht. Ja. Bezweifle, dass ich Nachtsicht brauche. Brandmunition. So, sicher ist sicher. Alles voll. Komm, einen Molly machen wir noch. Und schießen. Artyom, warte, ich komme mit. Ich glaube, ich könnte gerade einen kleinen Spaziergang gebrauchen. Stjopa, du kannst kaum gehen. Ruh dich besser aus, solange du keinen Dienst hast. Tja, Artyom, ich fühle mich tatsächlich nicht ganz gut. Vielleicht nächstes Mal. Recht so. Artyom und Damir wollen nur erkunden, nicht kämpfen. Und was, wenn sie angegriffen werden? Dann ziehen sie sich zur Basis zurück, wo du und Sam ihnen Feuerschutz gibt. Also solltest du dich jetzt ausruhen. Ja, du hast recht, Katja.
Warum geht sie weg? Hat sie noch was? Wie geht es Stepan? Er hat einen Sonnenstich. Außerdem ist er dehydriert. Er sollte sich besser an einer kühlen Stelle ausruhen. Die Jungs sehen sich jetzt das Bahnhofsgebäude. Sonnenstich. Dort bringen wir ihn unter, sobald sie damit fertig sind. Hoffentlich bald. Edel, macht den Vorhang richtig. Die ganze Sonne rein. Ja gut, ich glaube, mehr gibt es jetzt nicht wirklich an Gesprächen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Erkundung. Was ist denn? Ärger. Ist noch nicht warm genug, machen wir noch das Feuer an. Kein Problem. Hast du das Gebäude mit der Antenne gesehen? Das Auto ist dorthin gefahren. Sei aber vorsichtig da draußen, denn wir wissen nicht, was uns von den Einheimischen erwartet. Nicht das. Wahrscheinlich meinen sie das. Okay. Na gut. Denn jetzt als erstes? Oh, wir haben ja eine Karte. Das ist unser Ziel. Was hat denn hier gepiept? Ah. Ging einfach ein paar Teile rum. Na gut. Ich glaube, wir sollten erstmal hier gucken. Orientierungspunkt. Auf einmal diese Heulenballen hier rum. Und fangen auch noch Feuer. Ich glaub's ja. Was sind das für Geräusche? Artyom, anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Und Sturm heißt genau was für mich? Alter, was ist das denn? Schöner Grafikfehler. Okay, wir müssen in die Richtung, also
würde ich mal von hier anfangen. So. Das sieht schon so. Sieht nicht gerade sicher aus. Das wollte ich sagen. Wir? Können wir nicht, schade. Ey. Können wir die? Oh. Wir haben was angelockt. Oder beziehungsweise aufgeweckt. Sehe ich die aus der Entfernung? Wow. Aus der Entfernung. Dann sogar anscheinend One-Hit. Trotzdem gefällt mir das. Wo ist denn? Ah, hier. Moment mal. Habe ich jetzt was aufgeschreckt? Ah, die... ist das ekelhaft. Das waren nämlich getarnte Zombies. Aber was? Ist das ekelhaft. Aber... da tarnt sich wieder einer. Und guckt euch, der bewegt sich sogar. Da.
Alter, nur am Piepen. Ich hoffe nicht, dass da noch... Wow. Schlange. Auf Schlange habe ich gar keinen Bock. Alter. Oh. Dass der mich jetzt nicht angefallen hat, Alter, ich war 2 Meter von dem entfernt. Selbst die total unscheinbaren Leichen was zu verstecken haben. Aber wo denn? Ja, lol. Ist ja auch witzig. Ich kann die aufboxen, aber da ist nichts drin. Bringt nichts. Hier noch eine Leiche? Komm. So. Ein cooler Grafikbug. Thank you.
keiner mehr da? Das hat sich voll nah angehört. Oh, da. Hey, na? Oh oh. Selber schuld. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Bist du schon tot? So. Das war der Sicherheitsschuss. So, was haben wir hier? Hallo? Na, der scheint tot zu sein. Hat aber leider nicht. Zu bieten. Oder? Was denn? Neue Waffe. Was ist das? Was ist das? Eine Valve. Glaube, die Valve ist auch für Scharfschütze, also Scharfschützengewehr. Nein! Ich Vollidiot. Ich hab. Ich hab anstatt die Waffe wieder aufzunehmen. Alle. Eieiei. Hier alles dran montieren. So. Anstatt die Waffe wieder komplett aufzunehmen, habe ich nur die Teile aufgenommen. Idiot. Wow, 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 wow. Alter, hat das Ding mich jetzt erschreckt. Uff. Das ist ganz schön uncool. Hallo, ich hab... Was zur Hölle? Willst du mich? Gleich zwei von den Dingern.
Ja. Wo denn? Bestimmt hinter der Wand. In der Ecke. Vergessen, dass ich gar keinen Schalldämpfer mehr drauf hab. Ich dachte gerade für einen Moment, wenn ich das Scharfschützengewehr nehme, dann ist leiser. Ich laufe hier durch und denke mir so, hinter welcher Ecke lauert der nächste. Anscheinend war da keiner. Aber die Geräusche. Okay, da komme ich gerade nicht durch. Okay, Leute, wir machen hier eine kleine Verschnaufpause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.